geht, Leute? Neuer Tag bricht an in Barcelona. Heute haben wir geplant, eigentlich gar nichts Besonderes. Nö, die Stadt erkunden nochmal, bisschen rumgehen, vielleicht weiter nach hinten gehen, um zu gucken, was da so gibt. Genau, also das Wetter spielt Gott sei Dank weiter mit. Es ist 24 Grad, also besser geht's gar nicht. Wunderschön. Und jetzt genießen wir einfach nur die Gassen. Die Geschäfte, Cafés wollte ich nochmal gerne besuchen. Genau. Vielleicht so brunchen wäre auch cool. Und dann nehme ich euch mal mit, ich würde mal sagen. Was sagen wir gerne? Let's go! Gracias. Verschiedene Stores, die Kortenpionier oder wie das heißt, das kenne ich nicht und deswegen gehen wir da jetzt mal direkt rein. Das ist bestimmt so ein typisch Spanisch. Spaniola. Aus. Sehr lecker. Jetzt im Pagi-Café und das ist an so einer Ecke, also richtig süß. Und wir haben die Nummer 9. Voll cool, wir müssen jetzt warten, stellen wir auf den Tisch und warten auf unser Kaffees. Nee, ich habe Frappé bestellt. Ja, Fraser, Erdbeeren. Aber richtig gute Sachen, ne? Ja, richtig gute Sachen. Bin richtig gespannt, ob es richtig frisch ist jetzt. An der Gracia Straße und hier, die Straße ist mega lang und hier gibt es wirklich alle Geschäfte von H&M, Zara bis Gucci, Dior und also wirklich alles. Und die Straße, ich muss sagen, die ist wirklich sehr lang. Man sollte auf jeden Fall gemütliche Schuhe anhaben, weil es wirklich sehr, sehr lang ist. Aber hier gibt es wirklich alles und wunderschöne Gebäude, die man auf jeden Fall gesehen haben muss. Immer an jeder Ecke Cafés, also wenn du Pause machen möchtest, kannst du Also du kannst schön essen, du kannst schön trinken hier, du kannst schön shoppen, die Sonne scheint, also was immer mehr eigentlich, oder? Gemütliche Schuhe. Das will man nur. Mehr. Mehr brauchst du nicht. Wir sind jetzt in The Garden und hier sind die perfekten Schuhe und wir haben unsere perfekten Schuhe gefunden. Und hier ist so viel Auswahl, ich zeige euch das mal. Und das ist richtig cool, man macht das mit so einem QR-Code und kann selber gucken, ob man seine Größe noch hat. Also ob die noch da ist. Ja. Und es sind richtig viele Schuhe. Und man kann sich hier nicht verarschen lassen, weil man wirklich feste Preise hier sind, wo man sozusagen mit dem QR-Code senden kann und dann wisst ihr, welche Preise was sind. Und es sind auch sehr seltene Schuhe, unter anderem Off-White-Sneaker, verbunden mit Collabo mit Nike, geile New Balances. Wir machen mal so ein Food-Porn, würde ich schon sagen. Wir machen jetzt erstmal einen Sneaker-Porn. It's not a game, it's a rich thing. Ima und ich haben Partnerschuhe gekauft, Leute. Ich bin so happy, ne? Ich habe so lange auf die Schuhe gewartet. Alles Mögliche. Jetzt hat sie sie. Und ich habe genau dieselben. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr richtig stolz seid? Wenn ihr diese Schuhe habt, die ihr vor lange haben wolltet und jedes Mal 1000 Bilder angeguckt habt, wie ihr das so kombinieren könnt. Und jetzt hast du sie. Ja. Willst du sie direkt anziehen? Nee. Ich muss erst zu Hause nochmal so beobachten und dann. Nicht immer. Aber das können wir euch auf jeden Fall sehen, Leute. Das heißt, der Garten, das ist hier. Voll cool. Und ich filme euch nochmal nach vorne, dann könnt ihr das bei Instagram nochmal abchecken. Ja. Blend das unten links oder so, da oder unten rechts. Ich mit dem Laden, der ist cool. Wir sind jetzt in Café Citizen und wenn ihr richtig geil brunchen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall hier hin. Wir gehen jetzt mit euch da rein und dann bestellen wir uns was Perfektes dazu zum Snack. Und? Geil. Ich höre, das setze ich auf Nummer 1. Ja? Ja. Ich muss aber morgen nochmal hin. Geil. Mhh. Duftisch.
um so ein geiles Ei zu machen. Es sieht aber aus, dass Bio-Lamseier sind. Und man schmeckt das auch. Ja. Voll lecker. Aber auch die Getränke, ne? Die sind so frisch. Mhm. Einfach der Hammer. Super gut, also 100%. Empfehlung? 100%. Es ist jetzt, ich mach's im Auge, mein Lieblingsladen in Boston. Probiert Sammy, mal gucken. Das sieht richtig lecker aus. Pancakes sind schon was Geiles heute. Ja. Pancakes sind was Geiles. Schmeckt das gut? Nee. Leute, falls ihr in Barcelona seid, probiert das aus. Guten Morgen, Freunde. Nächster Tag ist angebrochen und heute geht es zum Arc de Triomphe. Ganz genau, wir wollen ein paar Bilder schießen und niemand ist auch ganz, ganz hübsch angezogen, muss ich sagen. Schön in weiß. Sehr schick. Salat, ne? Lecker. Ich wünsche, wir hätten wir zu Hause. Trüffeldreh mit Truthahn geschmort mit... geil! Keine Ahnung, geil! Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Arc de Triomphe. In Paris waren wir schon mal beim Arc de Triomphe. Ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht. Es sieht auf jeden Fall anders aussehen. Ja, glaube ich auch. Von der Farbe her. Ja, da denke ich auch. Oh, also, es wird, glaube ich, komplett anders aussehen, oder? Ja, aber ich freue mich. Ja. Und ich finde die Straße sehr angenehm zu laufen. Ja. Es ist auch richtig schön und das Wetter spielt Gott sei Dank auch mit. Ja, schöne Cafés wieder. Ja, überall. Wir suchen jetzt gerade so einen Laden, wo wir so richtig geile Croissants essen können. Aber das ist ja französisch. Croissant, sagt man. Und ich bin mal gespannt, ob wir eins finden. Können wir da eins finden? Drauf. Ja. Aber wenn man sucht, findet man es ja nicht. Aber hier ist an jeder Ecke ein Café, also von daher. Ich habe auf die Schnelle mit einem Auge einen Bubble-Tea-Laden gesehen und da kann ich nicht dran vorbeilaufen. Und ich nehme das, was ich zu Hause auch immer nehme, und ich hoffe, das schmeckt hier auch so. Probieren Sie mal. Und? Lecker. Ja? Ja. Anders? Lecker? Krass. In Deutschland finden wir immer nur einen Laden, der es perfekt macht und der Rest nicht, aber der kommt sehr, sehr nah da dran. Krass. Sehr, sehr nah. Das Krasse ist gerade, Leute, wir sind an so einer Straße, wo nur so chinesische, japanische, asiatische Sachen gibt. Also eine komplette Straße, nur wo asiatische Sachen sind. Ziemlich lustig, oder? Alles so asiatisch und. Ja, komplett asiatische Sachen sind da. Also ich finde es echt interessant. Ich zeige euch das mal. Da ist auch Asian Supermarkt, asiatische Märkte. Also komplett asiatische Märkte sind überall. Leute, wir haben einen Laden gefunden, was richtig geile Croissants hat. Sieht alles geil aus. Ja. Guck mal, der Croissant Schokolade sieht richtig lecker. Gesundheit. Danke. Sollen wir ein paar nehmen? Oder eins nehmen? Okay. Wir sind jetzt mal bei Arc de Triomphe angekommen, wie man sehen kann. Und es sieht in echt viel geiler aus als auf Fotos, oder? Das finde ich auch. Vor allem die Farben, die stechen richtig raus. Rostrot, das sieht richtig, richtig schön aus. Und es ist richtig schön, weil hier auch gerade Live-Musik läuft. Ja. Und alle singen mit, das ist so ein schönes Gefühl. Aber das Wetter dazu, ne? Ja, ist natürlich dann voll, weil es jetzt gerade nachmittags ist. Aber in echt einfach nur unglaublich. Wahnsinn, das wahnsinnig ist auch. Echt Wahnsinn. Auch richtig, richtig groß. Tell me. Es ist wirklich so schön hier. Manche spielen hier einfach, manche sitzen einfach und lesen ein Buch oder fahren Fahrrad.
entspannen, genießen die Sonne, das ist einfach unglaublich. Also ich finde das so entspannend hier, also ich könnte wirklich den ganzen Tag hier verbringen. Also falls ihr in Barcelona seid, müsst ihr auf jeden Fall zum Arc de Triomphe euch einfach hinsetzen, euch keine Ahnung was zu essen, ein Croissant holen oder irgendein Bubble Tea oder sonst was zu trinken und einfach hier entspannen. Es ist wirklich wunderschön hier. Wenn du mit einer Frau unterwegs bist, muss natürlich auch Bilder nicht fehlen. Also heißt, Bilder müssen wir auch noch machen, oder? Ha! Leider, der Zoo hat leider zu. Aber nicht schlimm, dann gehen wir halt jetzt nach Hause, wir ziehen uns um und gehen was Leckeres essen und wir haben coole Bilder geschossen, oder? Ja, finde ich auch. Da freue ich mich schon richtig drauf, die zu bearbeiten. Und ja, aber ihr müsst einmal diese View sehen, wie schön das hier aussieht. Das sieht echt geil aus. Oder? Das sieht richtig schön aus. Das ist auch so weitläufig. Richtig, richtig toll. Also der Spaziergang hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben uns jetzt fertig gemacht und jetzt geht es los. Zu einer Pizzeria, die richtig, richtig berühmt ist. Also ja. Die heißt Parking Pizza. Die ist wohl richtig berühmt in Barcelona und das wollen wir mal ausprobieren und mit euch bewerten, ob die wirklich so gut ist. Genau. Was sagst du dazu? Ich freue mich. Die ist in einer Lagerhalle, die Pizzeria. Ja, das ist ziemlich cool, ne? So cool rustikal. Yes. Ich glaube, das wird cool. Also ich glaube, das wird lecker schmecken. Cool. Weil die Bewertung ist auch richtig krass. Also denke ich mal, dass es lecker schmecken wird. Hast du eigentlich Bock auf Pizza? Ja, ne? Ich auch. Ich glaube, falls es eine Trüffelpizza gibt, dann hole ich mir eine Trüffelpizza. Oder sowas mit Mozzarella, diese Büffelmozzarella. Oh, ja. Das heißt. Die, aber ich finde, der Mozzarella schmeckt ja auch anders geil. Ja, hier schmeckt er wirklich richtig geil. Aber wir gucken uns das mal an. Von hier aus brauchen wir 20 Minuten zu Fuß bis dahin, ja. Aber das kriegen wir schon hin. Wir gehen richtig schnell. Ja, wir gehen richtig schnell. Bis gleich. Wir sind jetzt bei Parking Pizza. So, und das ist in so einer Lagerhalle. Aber wir müssen auf jeden Fall anstehen, es ist sehr, sehr voll. Ja, ist extrem voll, Leute. Ich glaube, es bringt sogar nicht mal was, wenn du einen Tisch bestellst. Glaube ich. Glaube ich auch, gerade wenn ich das so sehe. Oha. Kurze Planänderung, Parking Pizza war so voll. Und sie sagte schon, es ist jeden Tag so voll und man muss so richtig, richtig früh kommen. Aber so früh essen wir nicht so gerne Pizza, deswegen weiß ich es auch nicht. Aber es sah auf jeden Fall richtig gut aus. Wenn ihr früh essen mögt, könnt ihr da auf jeden Fall mal hin. Ohne Reservierung, also man reserviert da nicht. Genau. Und jetzt sind wir vielleicht schaffen wir das ja morgen früh dahin. Ja. Ist aber richtig voll, also wenn es so voll ist, muss ja gut sein. Ja. Und jetzt essen wir bei La Tagliatella. La Tagliatella. Ja. Und wir haben einen schönen Platz, voll gemütlich ist es hier so. Ja, ganz andere Straße. Ja, jetzt habe ich auch langsam Hunger. Ja, so. Eben hatten wir noch keinen Hunger auf dem Weg, aber jetzt kommt's. Und danach sagen wir euch, wie es war. Und ich muss schon wieder in die Hügel. Oh. Ich genieße den ganzen Tag hier. Kommt's? Das erste, was angekommen ist, Burrata. Burrata. Sieht ziemlich lecker aus, ne? Ja, Cherry-Tomaten und Brotstücken und Zwiebeln sehe ich. Probieren Sie mal. Und Nüsse. Nüsse auch? Ja, ganz kleine Nüsse dabei. Boah, Burrata ist schon geil. Burrata essen wir beide übrigens noch nicht so lange. Ja. Lecker? Boah. Ja? Da ist auch so eine Soße drin. Schmeckt super frisch. Geil. Ja? Mhm. Gut. Also erst Test. Schon mal richtig nice. Boah. Geil. So, das Essen ist da, Leute. Die Mann, das sieht einfach nur geil aus. Einfach nur geil aus. Probieren Sie mal. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ich hoffe, das schmeckt so, wie es aussieht. Oh mein Gott, ich hoffe, es schmeckt so, wie es aussieht. Lecker? Das schmeckt auf jeden Fall nicht wie Cannelloni zu Hause, aber komplett anders, aber komplett geil. Ja? Richtig saftig. Saftig, und saftig hört sich gut an. Saftig, so richtig. Saftig, so. Siffig. Keine Ahnung. Geil. Was geht, Freunde? Man sollte immer nach dem Essen reden, ja. Sag ich immer. Weil der erste Bissen war so geil, ne? Und danach, wenn man das weiter isst, dann wurde es immer langweiliger. Ja. Weil es war einfach keine Tomatensauce drin. Für mich musste Tomatensauce rein. Ja, also das Fleisch fand ich nicht so gut. Ja, es war so richtig es war wie Grieß. Ja, es war komplett was anderes. Also ich habe noch nie so ein Fleisch gegessen. Nee. Es hat nicht so wie Hackfleisch geschmeckt, sondern so Grieß halt. So, hä? So Grieß. So komisch halt so. Es hat gar keinen Sinn gemacht für mich. Nee. Ja. Auf jeden Fall, kann ich nicht empfehlen. Die Burrata war nur Nummer 1. Ja, für mich. Ey, die Burrata, ey Leute. Wahnsinn. Nur für die Burrata würde ich nochmal hier hinfahren. Ja, aber genau. Das war es auch schon, tatsächlich.
Also war nicht so unsers. Also das Fleisch war nicht so unsers. Das ist ganz okay. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nach Hause. Ich weiß nicht, ob wir noch was Süßes finden auf dem Weg. Falls ihr seht ihr das, falls nicht, dann wünschen wir euch eine gute Nacht und sehen uns morgen. Bye bye.